Bist eine Lady, oder? Mit einer Glatze, auch nicht schlecht. So. Komm schon, gib mir die Karte. Rück die Karte raus. Sonst stecke ich dir diese Keule in deinen Arsch, ja? Ich hoffe für dich, dass die das ist. So. Bleib da liegen, ja? Verschwinde nicht. Mal schauen. Oh, die Karte. Hast du mal Glück gehabt. So. Nicht das hier. Eine tödliche Botschaft. Und zwar, die Diebe sind tot. Ich habe Redrakes Seekarte. Ich muss sie den Captain so schnell wie möglich bringen. Ja, leider müssen wir jetzt 21 Minuten warten, bis wir uns wieder teleportieren können. Also in die Stadt. Hat ja so ein Cooldown von 30 Minuten, dieses Teleport hier. Deshalb, naja, laufen wir wieder dahin. Wir laufen ja gerne von A nach B. So. Kanalisation. Ja, hat die Diebe nur mal Glück gehabt, sonst hätte ich ja diese Keule tief in seinen Arsch gesteckt. Nur ins Arsch? Naja. Wir wollen jetzt nichts in Detail gehen. Wo lang, wo lang? Also hier, okay. Da lang. Ey, lass mich doch durch. Ich bin wie Robocop, ihr könnt mir nichts tun. So, Festungs... Was? Wie? Festungskerker. Ja, ist sehr gut. Komm, rein mit dir. Da hauen die einfach drauf ohne Gnade. Das ist doch voll zu unfassbar hier. Okay, und nun? Nichts wie weg hier. So, hier lang. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Fuck. Ich meine, da lang hätten wir auch gehen können, aber ich glaube, da lang würden wir ein großes Umweg machen. Deswegen... Weil wenn wir da lang gehen, dann müssen wir irgendwo vor den Toren, naja, fast vor den Toren von Totage sein. Und das ist, während wir hier, ja, das ist die Gefängniszelle. Moment mal, ach hier, runter, yay, so, zack. Beine gebrochen, nein, okay, weiter geht's. Den schönen Salto gemacht. Rein mit dir, also raus bin ich. Hafen von Totage, genau. Hier sind wir wenigstens direkt bei denen, so, kann man sagen. Okay. Weiter geht's. So, wo lang jetzt? Hier lang? Zack. Lauf, Luparos, lauf! Gib ihm die Seekarte so schnell wie möglich, stand auf dem Questbuch. Also, renn. Freibeuter. Was willst du? So, da werden wir. Hey, Redrick. Wenn du uns jetzt noch einmal sagst, dass wir da runter müssen, dann spalte ich dir den Schädel auf, ja? Was ist los? Was los ist? Ich habe die Diebe getötet und seine Seekarte gefunden. Aha! Wie es diesen Hunden wohl im Jenseits gefällt? Zeige mir jetzt die Karten. Die Götter segnen dich, Landratte. Jetzt wird mein Schiff wieder die Meere durchschneiden wie eine blanke Klinge. Ja, das, was uns gegeben hat, war jetzt nicht wirklich gut von uns. Wiedersehen. Höre auf die See. Gut. Okay, Leute. Ich glaube, es ist nun soweit. So. Der Schmuggler wird nicht gemacht. Ach, Leute, ich erzähle euch dann den Grund. Braucht ihr jetzt nicht kurios fragen, wieso? Ich erzähle es euch, wenn die Zeit reif genug ist. Der Geist Acherons. Wir lehnen es direkt. Schau, ja, ich hab ja vorhin schon mal angefangen. Otto hat herausgefunden, dass der Dämon im großen Turm der Acheronischen Ruinen haust. Wenn die Acheronische Seele in dieser geschwächten Form zerstört wird, ist sie hoffentlich für alle Zeiten gebannt. Ich finde die Acheronischen Ruinen, indem ich jenseits des Lavaflusses vor dem Stadttor einen Pfad nach rechts einschlage. So. Ich wollte nur eben schauen. So, Kampfschaden. Ey, wo ist das jetzt hier? Allgemein, oder? Ne? 333. So, jetzt ziehen wir mal hier dieses Ding an. Jo. Und jetzt haben wir 339. Ja, etwas mehr, oder? Gut. Alles klar, Leute. Mal schauen. Ich versuche jetzt noch kurz dahin zu gehen. Falls wir das zeitlich noch schaffen sollten, weil ich leider nicht viel Zeit habe heute. Jo, also hier lang.
Genau, Ziel ist die Aschlonischen Ruinen. Aber ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Also ich denke, wir werden hier ein Party benötigen, ja? Oder zumindest jemand, der uns heilen könnte. Waffenschmied. Verkaufen wir eben das, was wir nicht brauchen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen und verkaufen. So. So, jetzt nichts wieder hin. Also hier. Also wenn ich den nicht schaffen sollte und wenn ich keine Gruppe finden sollte, falls, ich könnte ja eigentlich auch jemanden der Gilde dann fragen, ne? Falls ich jetzt wirklich niemanden finden sollte. Aber ansonsten, Shanae, ich werde dich dazu zwingen, mit mir dahin zu kommen und mich wenigstens zu unterstützen, falls das nicht klappen sollte. Solo. Okay. Oh fuck, ich gehe wieder falsch. Mein Gott. Wo geht's denn da nochmal hin? Alter Steinbruch, ja, genau. Das ist ja, wo wir ganz am Anfang, wo wir noch hier die Ketten anhaben, da schickt uns ja Turach hin, weil wir da was für den besorgen müssen. Die Lava steigt. Das ist ja das Vulkan, da müssen wir auch noch hin. Ja, das ist auch schön, das ist ein schönes Gebiet von Tortage. Da waren wir noch nicht. Aber wird nicht mal lange dauern, macht euch keine Sorgen. Okay, jetzt lass uns mal erstmal hier in diese Ruine rein. Rein mit dir, auf normal. Also der Weg dort oben ist nicht ganz ungefährlich. Ich weiß gar nicht, ob wir das sogar bis zum Dämon schaffen überhaupt. Da sind voll viele Pikten, die uns jetzt den Weg versperren. Weil die ja den anbeten. Das ist ja für die so wie ein Gott. Ne? Verdammte Pikte hier. So, wie komme ich am besten dahin jetzt? Dort ist er. Fledermaus-Dämon. Wie komme ich am besten dorthin? Also hier ist so nicht. Ja, dann müssen wir hier. Ne, hier geht's falsch. Muss ich hier lang? Okay. Ja, das ist ein weiter Weg bis dorthin, Leute. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist irgendwo hier oben. Lass mich durch. Lass mich durch. Ey. Stehen die voll im Weg hier, die Pikten. Okay, zack. Schauen wir uns zum letzten Mal die Ruine an. Denn das ist das letzte Mal, dass wir so ein Bild haben werden von dieser Aussicht, glaube ich mir. Weil dann werden wir nicht wieder hier hinkehren, Leute. Also schaut euch hier die Umgebung das letzte Mal an. Und nun springt Paros. Okay. So, wo ist denn jetzt die Brücke hier? Muss ich mal eben schauen. Ich glaube, die muss... Aha, da ist die Treppe. Seht ihr diese Treppe hier? Da müssen wir hin. Genau. Wenigstens habe ich hier von Weitem schon mal gesehen, wo lang es soll. Gehen wir hier rein. Oh, ich will am besten hier mit keinen kämpfen. So. Ich will einfach schnell dahin. Ah, hier, glaube ich, können wir einen Kampf nicht vermeiden. Das sind diese Dämon-Pikte. Oder? Schnell, hau dagegen. Ah, da haben uns ja diese verdammten Dinger gesehen hier. Hier diese Schamane. Komm schon. Wäre natürlich cooler, wenn wir jetzt hier irgendjemanden treffen, der zufällig irgendwie die gleiche Quest hätte, aber ich glaube nicht, kurz vor 5 Uhr morgens. Das ist vielleicht eher... Fuck. Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ey. Wo können wir uns verstecken, damit wir die irgendwie... Komm her. Waren da nicht zwei? Wo ist denn der andere? Ach, da ist der... Dämlicher Bengel, komm mal her. Zum Glück waren die Level 15, weil sonst hätten die uns ziemlich viel Damage gemacht. So. Okay. Alles nehmen, komm. Weg hier. So, mal schauen. Letztes Mal hat das hier funktioniert. Wir sind ja hier lang gegangen. Da wurden die nicht arg auf uns, weil die uns nicht gesehen haben. Spring. Und hier ist das Tor. Schaut euch das an. Was für ein Anblick.
Stabiles Tor. Naja, so stabil sieht er gar nicht aus. Wer kommt jetzt auf uns? Der Boss? Tapa. Du bewachst wohl die Treppe hier, ne? So, wir lassen dich nicht abhauen. So. Okay. Cooler Anblick. Oh, fuck. Scheiße, lass mich durch. Ich muss hier zu den Schreier gehen. Lass mich durch. Die wollten mich nicht durchlassen. Die Hurenböcke hier. Oh, und ich merke, die Musik wird ziemlich anders hier. Ob das wohl damit zu tun hat, dass wir bald jetzt dort oben gehen werden? So, das ist der Eingang, Leute. Schaut euch das mal an. Da oben ist er, glaube ich. Glaube ich, so. Renn, renn, renn. Renn um dein Leben. So. Dämonenpickte, der hat uns nicht gesehen. Gut. Und nun, hoch mit uns. Scheiße, da kommt der Fledermauskreischer. Egal. Den kriegen wir ja hin. Lass mich doch durch. Ah, komm, bahnen wir uns den Weg halt durch die Klopperei hier. Habt ihr gesehen, wie schnell die respawnen? Die spawnen so was von schnell. Ach, scheiße, da ist jetzt auch sein Kollege mitgekommen, oder? Das ist kein Problem. Dann heißt das, dass du auch auf die Schnauze bekommen wirst, mein Freund. So. So, du bist der Letzte hier. Alles klar. Nee, da ist ja noch einer. Gute Nacht. Alles nehmen. Alles nehmen. Scheiße, falls wir das schaffen sollten, haben wir hier nicht diesen Teleport. Scheiße, das heißt, wir müssen wieder zurück, oder was? Zu Fuß? So, weg mit dir. Lasst uns durch. Da könnt ihr hier diese Treppe... Hä? Also, könnt ihr diese Treppe verteidigen, wie ihr wollt. Wir werden es versuchen, Leute. Ein Versuch ist es wert. Falls wir scheitern, naja. Wisst ihr Bescheid. Wenn einer von euch mir gerne helfen möchte danach, kann der das gerne tun. So, hier. Brauchen wir nicht. Und weiter geht's. So. Ja, wenn die alle einzeln kommen, wird das kein Problem sein. Aber ich kann mich erinnern, dass da so stellweise Stellen sind, wo die dann plötzlich alle auf dich drauf kommen. Und das ist nicht schön. Hier, den Heiler killen wir zuerst, weil der heilt ja natürlich. Und das ist natürlich nicht gut. Komm schon. Schlag den die Rübe weg. Okay. So, nun müssen wir dort oben. Renn, Luparos. Renn, renn, renn. So. Komm schon, ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr weit entfernt. Oh, da kommt jetzt der von hinten. Wisst ihr, das ist eine Feigheit, von hinten anzugreifen. Was soll das eigentlich? Greift doch frontal an. Dann könnt ihr wenigstens mit einem richtigen Barbar rechnen, aber doch nicht von hinten. So. Oh, fuck, da sind schon drei Stück. Und da zwei. Ja, gegen die müssen wir, glaube ich, antreten, ob wir wollen oder nicht. Nee, doch nicht. Also locken wir die kurz hier oben. Genau. So, zum Glück haben die uns nicht gesehen. Ich hatte nämlich vor, jetzt gerade die angreifen zu wollen. Zum Glück habe ich das nicht getan. Komm schon. Okay. Alles nehmen wir erstmal. Komm, komm. Ich habe keine Zeit zu gucken. Na komm her, du Kämpfer. Ich werde es jetzt einfach noch probieren und wenn ich das nicht schaffen sollte, dann werde ich einfach einen Cut machen und dann probiere ich das nächste Mal. Aber eine Probe will ich machen, auf jeden Fall. So. Komm her, du Krieger. Ah, was machst du da? Weicht der aus, oder was? Bäh. Sprech dir deinen Schädel, mein Freund. So, alles nehmen. Und jetzt? Jetzt da lang. Okay, die können wir in Ruhe lassen, da diesen... Den spalten wir noch, den Schill. Spalten. Sagt man das so? Nein, ich sag mal einfach zerstören sein Schill. So. Wir werden immer höher gehen. Immer höher, höher, höher. Oh, da kommt jemand.
Ein Fledermauskreicher, verdammt. Na, komm mal her. Oh, jetzt sind die vorerst gekommen, das gibt's doch nicht. Lass mich doch durch. Achso, wer trifft denn gut? Das ist gut. Komm schon. Jawohl. Tod den Fledermäusen! Das erinnert mich gerade an eine Szene von einem Film. Guano. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jeder, der Ace Ventura gesehen hat, Leute. Einer der geilsten Komödienfilme, den es je gab. Das war für mich auch eine Zeit lang ein sehr schönes und lustiges Komödienfilm. Für mich eine Zeit lang untoppbar. Ob Teil 1 oder 2? Okay. Das ist jetzt der Ort, wo ich meinte. Oder nicht? Fuck. Ja. Wir müssen da durch, Leute. Wenn wir da durchkommen... Oh, shit. Noch. Fuck. Mal schauen, ich versuche die jetzt... Komm schon. Komm schon. Ach so, den Heiler. Ey, da... Das sieht ziemlich gut gerade aus. Ich will aber nicht so früh reden. So, das ist gut. Wir müssen aber auf jeden Fall diese Fertigkeit aufladen lassen, weil wenn da jetzt voll viel auf uns drauf kommen, dann können wir die wenigstens stunnen. 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 So, alles aufheben schnell. Kurze Rast. Nicht, dass hier keiner respawnt. Ja, ich glaube, wir sind da. Das ist auf diese Spitze. Leute, schaut euch hier diesen Panorama an in diese 20 Sekunden. Wir sind endlich angekommen. Da fließt das Lava. Von da sind wir, glaube ich, irgendwo runtergeklettert. Ja, das muss da sein. Ja. 6 Sekunden. Okay, dann probieren wir unser Glück. Kommt her. Ach, die kommen jetzt dritt oder was? Scheiße, kommt doch her. Warum bleibt ihr da? Ihr dürft da nicht bleiben. Genau. Jawohl. Gut, ich habe damit gerechnet, dass jetzt irgendwie mehrere auf uns zukommen. Komm schon, komm schon. Bam, du bist der Letzte. Komm, wir müssen uns beeilen, bevor die anderen respawnen. Komm schon, komm schon. Okay, komm. Das aufnehmen. Aufheben, meine ich. Pickenkämpfer, komm her. Hä, wieso hat der Typ jetzt den gesehen und die anderen nicht? Das ist jetzt schon selten. So. Ah, im Moment will ich überhaupt keine Finishing Move machen, ganz ehrlich. So. Aber es sind nicht mehr viele Leute. Es sind, guck mal, ihr könnt jetzt in 1, 2, 3, 4, bla bla bla. So. Oh fuck, der macht schon viel mehr Damage. Ja gut, die sind ja schon Level 17, ja 16, 18. Sind schon besser. Also, schnelle Rast. Kann ich im Kampf benutzen? Wir sind noch gar nicht mehr im Kampf. Aber jetzt aber. Okay, mal schauen. Komm her. Genau dich wollte ich haben, mein Freund. So, bam. Komm, 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 komm. Den haben wir. Was ist denn das? Egal, alles. Oh, fuck, egal. Will ich nicht, brauche ich nicht. Her mit euch. Komm schon, wir haben's beinahe geschafft. Ich hoffe jetzt, die Mühe war nicht umsonst. Wenn wir den jetzt nicht schaffen sollten. Okay, komm. Da könnt ihr ihn sehen, Leute. Da fliegt er schon in die Luft. Er wartet schon auf uns. Komm schon. Nun bist du dran. Die letzten zwei Pikten, die wir offiziell auf Felsand killen werden. Inoffiziell weiß ich nicht. Wird man dann noch sehen. Aber da ist er. Einer der schwersten Boss hier auf Tautage, Leute. Also zumindest für mich war das einer der schwierigsten damals. Komm schon, komm schon. Können wir ihn nicht aufnehmen. Okay, und da ist er.
Schnell ausruhen. Kommt da jemand? Okay, wir haben uns vor dem Weg freigebahnt. Und da ist er. Seid ihr bereit, Leute, gegen Fledermaus-Dämon Kotawar zu kämpfen? Yes, yes, yo, auf in den Kampf! Ach, komm her, du Scheißvieh. Komm doch her. Komm doch. Okay, jetzt wirst du gestunt, mein Freund. Oh, fuck, der hat uns... Scheiße, das Stun hat natürlich fehlgeschlagen. Der hat uns... Oh, nee. Scheiße. Ich nehme mal hier schnell den Trank. Der hat uns gestunt, der Hurenbock hier. Komm schon, mach die Skill, mach die Skill. Ey, immer wenn ich den Stun machen will, schickt der mich nach hinten, Alter. Komm schon. Wir haben beide halbe HP. Können wir das schaffen? Jetzt aber. Stun den. Genau so. Aber der wird nicht gestunt, weil das ein Boss natürlich ist. Verdammte Kacke. Und den kann man auch schwer nach hinten bringen. Komm, wir haben den gleich. Ich fasse es nicht. Wir haben den. Wir haben den gleich. Komm schon. Noch ein Schlag. Noch ein Schlag, Luparo. Und wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Das ist das erste Mal, dass mir das gelingt. Egal, brauchen wir eh nicht. Leute. Und wir sind am Ende geraten. Schaut euch das mal an. Da liegt er auf dem Boden. Das sah ziemlich knapp aus. Lesen wir uns schnell die Quest ab. Der Dämon ist tot durch meine Hand. Ja, welche sonst, Luparos? Ich muss Otho berichten, dass die blutige Tat vollbracht ist. Ich finde Otho in der Taverne zum durstigen Köter in Totage. Wollen wir noch hier 40 Sekunden warten? Ja, das wollen wir. Weil dann teleportieren wir uns einfach direkt nach Totage und das nächste wird ihr dann in der nächsten Folge sehen. Oder wollen wir einfach hier drunter springen? Ich glaube, dann sind wir besser dran, oder? Egal. Wollen wir drunter springen? Nein, wie das aussehen würde. Egal, komm, wir haben die Spitze erreicht. Nehmen wir kurz Anlauf. Spring, Luparos! Und? Wie, der ist tot? Alter, der hat uns 8k Damage gemacht, dieser Fall. Von wo wir gesprungen sind, von da ganz oben. Naja, von hier sieht das nicht so hoch aus, ne? Wiederbeleben. Wir verlieren ja eh keine XP. Ja, einmal kann man das machen, komm. Und da wären wir. So, jetzt teleportieren wir uns aber. In die Taverne zurück. Azuras Weg. Was ist denn jetzt los? Achso. Aber ja, plötzlich Standbild. Standbildschirm. Boah, ey. Nice, nice. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den Solo packen werden. Das krasse ist, ich habe den versucht zweimal oder dreimal, wie ihr natürlich gesehen habt, zu stunnen. Und genau wo ich die Skill gemacht habe, hat der mich irgendwie gestunnt oder halt nach hinten fliegen lassen. Also hat mich nach hinten gekickt oder so. Deshalb sah das schon ein bisschen schwer aus. Aber dann am Ende ging das und dann... So, ich würde mal sagen, wir haben hier einen dicken, fetten Bier verdient. Wir sprechen das nächste Mal mit Otho. Und Sigurd, gib uns mal was Ordentliches zu trinken hier. Alles klar, liebe Freunde, das war eine schöne Folge jetzt hier von Age of Conan. Wir haben jetzt, auch für mich selber, weil ich jetzt diesen Dämon gekillt habe. Wenn ihr keine Folge von Age of Conan natürlich verpassen wollt und wenn ihr natürlich wissen wollt, wie es jetzt weitergeht, ob wir noch in Totage bleiben, ob wir jetzt natürlich versuchen können abzuhauen, dann schaltet auf jeden Fall in die bei der nächsten Folge von Age of Conan. Ihr werdet es nicht bereuen, nicht wahr? Nicht wahr, Luparos? Ganz genau. Ich bin deiner Meinung. Alles klar, liebe Freunde. See you later, Alligator. Tschüss.